Hallihallo, meine verehrten Verschwörungstheoretiker. Auf den ersten Blick haben wir von Rockstar Games nicht sonderlich viele Informationen zum Sommer-DLC 2022 erhalten. Aber wenn man sich den Newswire mal etwas genauer anschaut, dann kann man da doch das ein oder andere herauslesen. Eine kleine wichtige Anmerkung direkt am Anfang. Heute geht es um sehr, sehr wilde Spekulationen von meiner Seite aus. Wenn dich das Ganze also nicht interessiert und du nur auf bestätigte Informationen von Rockstar Games hoffst, dann kannst du dieses Video ja einfach skippen und beim nächsten dann wieder einschalten. Wenn du dich aber mal für wirklich wilde Theorien, die aber irgendwie dann doch Sinn ergeben, interessierst und dir einfach mal anhören willst, wie ich mir vorstellen könnte, wie das Update aussieht, dann bleib sehr, sehr gerne bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen, meine verehrten Damen und Herren, meine verehrten Verschwörungstheoretiker. Lasst an der Stelle gerne ein Abo direkt mal da, wenn ihr euch genauso wie ich für GTA Online interessiert. Ja, und im heutigen Video, ich hatte es am Anfang ja ganz kurz schon angeteasert, geht es mal um eine Spekulation, wie das neue Update, das Sommer-Update, ob es jetzt IAA-Update, Polizei-Update, wie auch immer heißt, was da so passieren könnte. Und es sieht besser aus, als ich noch vor ein paar Tagen dachte. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Vorher haben wir noch eine ganz, ganz kurze Information. Und zwar auf Instagram habe ich gestern ein neues Gewinnspiel gestartet, bei dem ihr mit 250 Millionen GTA-Dollar gewinnen könnt. Nehmt da auf jeden Fall teil, denn teilnehmen kostet nichts. Und 250 Millionen, ich glaube, die will jeder für das DLC haben. Auf Instagram heiße ich Julex_YT. Alle Informationen findet ihr auch im neuesten Post. Aber jetzt würde ich sagen, labern wir nicht ewig herum, sondern starten rein ins eigentliche Video. Lasst uns doch direkt kurz mal zusammenfassen, was wir bisher offiziell von Rockstar Games wissen. Wir wissen, dass das Update auf allen Plattformen erscheint. Okay, das hilft uns storymäßig jetzt aber nicht so viel. Und jetzt müssen wir mal genau schauen. Rockstar Games schreibt nämlich, dass die kriminellen Karrieren von Führungskräften, Bikern, Waffenschmugglern und Nachtclubsitzern erweitert wird. Also sowas wie eben CEO, Biker und Waffenschmuggler und Nachtclubbesitzer, sowas in der Art nur neu. Weiter schreiben sie, dass wir diese Erweiterung zusammen mit einer Reihe von IAA-Kontaktmissionen erhalten werden, welche dafür sorgen oder dazu führen, dass wir eine aufkeimende kriminelle Verschwörung untersuchen sollen. Ansonsten bekommen wir noch neue Supersportwagen. Wir wissen, dass Texana aus dem Casino, diese Security-Leute aus dem Casino, jetzt irgendwie im Mile High Club gegen uns kämpfen, wieso auch immer. Und da gibt es noch ein paar kleine Verbesserungsupdates, also zum Beispiel Verringerung der Effektivität und Zielsuchraketen und Gegenmaßnahmen der Oppressor Mark II, eine bequemere Möglichkeit auf Snacks und Panzerung zuzugreifen und die Gehälter werden angepasst. Okay, aber im heutigen Video möchte ich mich mit euch mal mehr mit der Story auseinandersetzen. Ich habe es ja eben schon gesagt. Wir erhalten laut Rockstar Games Newswire, also wirklich offiziell, eine neue Möglichkeit neben Führungskräften, also CEO, Bikern, Waffenschmugglern und Nachtclubbesitzern. Es wird eben erweitert. Das bedeutet, es kommt eine neue Kategorie hinzu. Es ist nicht einfach nur ein Update mit ein paar Kontaktmissionen, sondern es ist ein richtiges Update. Und jetzt ist eben wichtig, genau zu lesen und zu sehen, dass sie schreiben, dieses neue Business kommt zusammen mit einer Reihe von IAA-Kontaktmissionen. Die IAA-Kontaktmissionen sind nicht das Update selber oder der Hauptteil vom Update. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Was dieses neue Business sein könnte, das ist jetzt wirklich eine große, große Frage. Hier würde ich jetzt gerne eine andere Information mit hinzunehmen, die wir eben auch von Rockstar haben. Und zwar, dass das Interaktionsmenü überarbeitet wird. Wie komme ich darauf? Naja, sie schreiben, wir bekommen eine bequemere Möglichkeit, um auf Snacks und Panzerung zuzugreifen. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, okay, das Interaktionsmenü wird nicht angefasst, sondern das Waffenrad wird überarbeitet, sodass es wie in Red Dead Redemption 2 ist, dass man einfach zwei Waffenräder hat sozusagen. Einmal für Waffen und einmal für Items, wie zum Beispiel Panzerung. Das glaube ich aber nicht. Das würde keinen Sinn machen, das ist zu aufwendig wegen einem Update für ein Spiel, was jetzt einfach schon so alt ist, dass ist denn Aufwand einfach nicht wert und dementsprechend glaube ich da nicht dran. Ich denke, das Interaktionsmenü wird einfach nochmal komplett überarbeitet, so wie es ja auch die letzten Updates schon war. Und in diesem Zuge werden wir jetzt wahrscheinlich, wenn ich das so rein interpretiere, bald nicht nur die Möglichkeit haben, uns als CEO oder als MC-Club zu registrieren, das geht ja übers Interaktionsmenü, sondern vielleicht bekommen wir so einen neuen Punkt, wo dann steht so, ja, registriere dich als Persönlichkeit oder sowas. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, CEO, MC oder eben etwas Neues, IAA.
CIA-Agent oder Police Officer oder irgendwie so etwas, was jetzt eben mit dem neuen Update zu tun hat. Was wir aber dann in diesem neuen geheimen kriminellen Business machen können, das weiß ich nicht. Also da fehlt mir irgendwie die Vorstellungskraft. Wenn du eine Idee hast, schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Gehen wir aber jetzt mal zur Main Story, denn hier hat Rockstar Games ja auch geschrieben, dass wir zusammen mit dieser kriminellen Karriere auch eine Reihe von IAA-Kontaktmissionen bekommen, bei welchen wir eine aufkeimende kriminelle Verschwörung untersuchen müssen. Erstmal müssen wir klären, was ist das IAA? IAA ist die CIA von GTA oder halt NSA und CIA, eine Mischung, halt sowas in der Art. Also auf jeden Fall ein Geheimdienst. Und wir hatten ja auch mit dem IAA schon mehrere Kontakte in der Vergangenheit. Zum Beispiel hat uns Agent 47. Hi, ich komme hier vom Schnitt und ich habe gerade gemerkt, Agent 47 ist ein ganz anderer. Das ist der aus Hitman. Ich meine Agent 17. Sorry, ich sage jetzt ungefähr 200 Mal Agent 47. Ich meine aber den 17. Och, warum haben die auch immer nur irgendwelche Nummern? Zum Beispiel hat uns Agent 47, der eben beim IAA arbeitet, den Bunker beim Gunrunning Update verkauft. Er hat uns den Auftrag zum Human Labs Heist gegeben und Agent 47 hat eben auch Kontakte zu Lester. Aber damit nicht genug und es geht interessant weiter, denn Agent 47 ist auch unsere Kontaktperson im Doomsday Heist gewesen. Und hier haben wir etwas sehr, sehr Interessantes. Denn schauen wir uns mal das Ende vom Doomsday Heist an. Da schießen wir im Auftrag vom IAA mit den Jetpacks diesen Chef, diesen Evan Hertz oder Hartz oder wie auch immer der Typ heißt, ab. Und dann sagt Lester eben etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar, es wird noch irgendwo eine Kopie von Clifford, das ist ja diese künstliche Intelligenz, die wir eigentlich ausschalten sollten, geben. Zumindest eine Beta-Variante oder ein neu verpacktes Ding oder noch wenigstens ein paar letzte Überreste. Irgendetwas wird es davon geben. Und jetzt das Allerwichtigste. Er sagt, er wird, also Clifford, wird zurückkommen. Aber wir haben heute gute Arbeit geleistet. Im Original hört sich das übrigens so an. In der Vergangenheit haben wir schon öfters gesehen, dass Rockstar Games DLCs schon weit vor dem nächsten DLC angeteasert hat, aber so, dass wir es überhaupt nicht mitbekommen haben. Also beim ersten DLC. Und dann, erst wenn das neue Update rauskam, haben wir gemerkt, ach so, das hat Rockstar Games gemeint. Ist es vielleicht auch so, hat Rockstar Games im Doomsday Heist DLC schon angekündigt, dass es eine Fortsetzung vom Doomsday Heist geben wird? Wird das Update also eher so ein Doomsday Part 2 Update? Also ich finde, im Moment spricht schon viel dafür. Rockstar bestätigt uns, okay, das Update wird etwas mit der IAA zu tun haben. Dann haben wir bereits ein IAA Update gehabt, wo gesagt wurde, okay, das Problem ist noch nicht so 100% gelöst, er wird zurückkommen. Und jetzt haben wir wieder ein IAA-Update, wahrscheinlich auch wieder Agent 47 als Kontaktperson. Und da ist es doch gar nicht so weit hergeholt, dass wenn sie hier schon von einer Verschwörung sprechen, eine kriminelle Verschwörung, dass wir hier wieder für Agent 47 das Clifford-Problem lösen müssen. Für mich klingt das alles ziemlich interessant und Rockstar Games hätte zumindest das Potenzial, hier draus ein enorm heftiges Update zu gestalten. Dazu passt übrigens auch das Ganze mit dem Metalldetektor. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einiger Zeit gab es ein Leak, dass Rockstar Games bereits im Spiel Metalldetektor-Files hat. Und was wäre denn, wenn man mit diesem komischen Metalldetektor in einer Untermission, Vorbereitungsmission, was auch immer, eben dieses verlorene Clifford-Ding, was er halt vielleicht, als er abgeschossen wurde, verloren hat, irgendwo suchen muss oder so. Könnte durchaus hinkommen. Das Einzige, was für mich jetzt noch keinen Sinn ergibt, sind die Texaner. Ihr wisst ja, im Story-DLC gehört das Casino erst Cheng, dann haben die Texaner ihn da rausgemobbt, dann hat uns der Sohn von den Texanern geholfen, den Alten zu killen und jetzt gehört es eben aktuell dem jüngeren Texaner. Den Namen kann sich eh keiner merken, deswegen erwähne ich den gar nicht erst. Die Sache ist nur, jetzt auf diesem Bild sehen wir eindeutig die Wachen vom Casino, beziehungsweise von den Texanern. Das sieht man zum Beispiel an den Cowboy-Stiefeln und an dieser schusssicheren Weste. Das ist ganz typisch für die. Jetzt ist nur die ganz, ganz große Frage, die man sich stellen muss. Was haben die damit zu tun? Und das ist eine Frage, ich finde keine Antwort drauf. Ich sehe keine Verbindung zwischen Lester, zwischen Agent 47 und eben dem Casino. Das erschließt sich mir persönlich einfach nicht.
Wenn du eine Idee hast, wie das zusammenhängen könnte, oder du sagst, ey, das, was du erzählst, macht gar keinen Sinn, so und so und so könnte das Update aussehen, dann schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin hyped, dort den ein oder anderen sehr, sehr interessanten Kommentar zu lesen. Lass uns da ruhig mal ein bisschen, ja, Theorien austauschen, ein bisschen Geschichten erzählen. Ist, glaube ich, ganz nice. Vielleicht mache ich da auch das ein oder andere Video mal drüber. Wenn wir genug gute Stories in den Kommentaren haben, werde ich da vielleicht echt mal ein Video zu machen. Ich glaube, das könnte sehr amüsant sein. Naja, so Freunde, das soll es jetzt aber mal mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn wir heute mal einfach nur ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ganz wild spekuliert haben. Wenn dem so ist, lasst gerne gratis einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit all euren Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter und so weiter und so fort. Und checkt auf jeden Fall das Instagram-Gewinnspiel ab. Link, wie gesagt, ist in der Beschreibung. Ansonsten heißt es auf Insta julex_yt. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.